Und das bedeutet, wir fangen an mit der rechten Seite mit den Blue Boxen. Wir haben heute aktuell, wir sehen es, ein Gap 15.649 und wir haben hier den Eröffnungskurs bei 15.55. Also wir sind hier roundabout fast 100 Punkte Gap, also ein etwas größeres Gap. Gap Down hatten wir gestern kleine Boxen. Wir hatten in den Abendstunden wie immer, wenn es ein bisschen ruhiger wird, aber hier hatten wir eine 11er Box 14.30. Ja, und das waren die Boxen dann gestern zu unserer Zeit. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf die 15.600. Ja, mit einem geringen Risiko. Big Number. Und auch hier zur Wiederholung. Wir treten die Big Number jeweils dreimal pro Level am Tag. Das heißt 15.6 jetzt das erste Mal. Ja, und wir zeichnen gleich auch hier unsere Linien an, bis wohin wir laufen. Das heißt, wir haben hier etwas größer heute von 50 bis zum Daily Pivot und Gap Closing ist ein Stückchen tiefer, so dass die Zone, wo wir reinlaufen können, dann haben wir auf der unteren Seite, falls der Markt short geht, haben wir die 50er Marke, die ist hier die Zone. Stückchen höher, da wo der Markt jetzt ist, falls der Markt da oben hin möchte. Und zweite Zone ist denn a Big Number. Ja, also das die Levels heute. Nächster Bereich ist die Vola Boxen. Gestern einige getradet. Und wo kommt die Vola Box heute rein? Wir kommen heute rein bei 15.580. 15.580 aktuell. Und wir sind bei 15.556. 80 wäre dann hier. Das heißt, wir sind dort zu 65. Ja, also kommt hier in den Bereich rein. Und wir gehen einmal in den Großraumwetterbericht und fangen an heute. Gehen wir hier rein. Vorlage, Zickzacklinien wie jeden Morgen. So, Daily und wir fangen unten an mit dem Ethereum 2600 aktuell. So, auf der rechten Seite 2600, wir sind short auf Daily. 4 Stunden sind wir long, Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 auch short und 5 sind wir long. Also trotzdem leichte Tendenz noch weiter Richtung Süden. Bitcoin 37.000. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 auch Short und 5 Minuten leicht Long. Aber hier auch Tendenz weiter Richtung Süden. Nächster Markt ist dann der Dow Jones. Dow Jones Daily sind wir wieder Short. 4 Stunden Long, Stunde Long. 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Technologiebörse Nasdaq bzw. erst S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 auch Long eher. Also Sie sehen hier alles ein bisschen nicht klar aktuell. Daily, jetzt sind wir Technologiebörse Nasdaq. Also Nasdaq Daily Short, 4 Stunden wieder zurückgekommen, aber immer noch Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten wieder Long. Gehen wir in Öl rein. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold 1800. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte Markt ist DAX 40. Wir sehen das Gap. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long,
30 Short, 15 Short und 5 auch. Also hier Tendenz eher Richtung Süden. Okay, wir bereiten uns vor. Wir schauen mal. Wir sind hier in der grünen Zone. Um 9 Uhr kommen die Wohlerboxen rein. Ja, und falls bis dahin eine Blue Box kommt, werde ich mich melden. Wünsche uns allen erfolgreichen Handelstag. So, 10 Sekunden noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3 und los geht's. Wir sind direkt in der Rollerbox. Links 15,580 zu 15,565. Die Rollerbox. Auf dem linken Bildrand 9 Uhr und wir sind long im ersten Trade. Weiterhin long. Die blaue Linie zeigt unser Gewinnziel an. Und noch ein Punkt fehlt. Ein Punkt fehlt. Und das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch und ich verabschiede mich beim YouTube-Kanal. Wir machen im Live-Training-Raum jetzt weiter, haben direkt rechte Seite die Big Number und morgen kein Webinar bzw. morgen kein Trading.